Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich ganz klare Sache, ihr wisst Bescheid, Dienstag, nächster Livestream, erster Livestream zum Tod, die komplette Eskalation. Wir gehen rein, ich hole mir den Pass ab, wir machen da gemeinsam richtig los, holen uns alle möglichen Packs. Ich werde viel ansparen, ich werde viel für diesen Livestream aufbewahren, wir werden da richtig reinstarten. Ich werde nicht viel öffnen, also fast gar nichts öffnen bis dahin, ich werde alles mögliche dafür ansparen, Leute. Prime-Icon-Zeugs und alles mögliche, was da eben noch so geht, Toti-Zeug hier, die ganzen Umtauschteile. Ich habe noch gar nichts geöffnet, außer eben dieses Pack, weil das brauchte ich halt für diese komischen, für die komischen, ich glaube, Aufgaben da, für die Quests da. Aber da habe ich jetzt auch nur ein 100er und, doch, ich habe halt ein 100er gezogen, aber das ist ja nichts, so krasses, würde ich sagen. Und ich hebe die halt dann alle hier für den wunderbaren Umtausch natürlich auf. Also, das ist klar. Schaut euch auch gerne das Video von gestern an. Was heißt das Video? Die beiden Videos. Da habe ich nämlich einmal was gesagt, wie das ganze Event funktioniert. Also, falls ihr noch Fragen habt oder noch nicht ganz wisst, was Free-to-Play ist, schaut euch gerne das Video an. Und das andere ging nochmal um den Marktcrash, der uns auch alle hier ereilt hat in FIFA Mobile. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Aber falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt zum Marktcrash, wie kann man damit jetzt umgehen? Was kann man tun? Genau. Und vielleicht auch mal am Rande, ich habe noch eine Umfrage noch geschaltet im Community-Tab, wo ich mal einfach mal euch nach eurer Meinung gefragt habe. Wie findet ihr das Toti-Event? Könnt ihr gerne mal abstimmen im Community-Tab. Okay, wir gehen nochmal hier schnell rein. Zack, zack, Kistenmauer. Und machen das ganz schnell und gehen da nämlich auch direkt mal rein ins heutige Video. Da geht es nämlich natürlich nochmal darum, wie bekommt man denn jetzt wirklich eben schnell viele Toti-Token, genau. Und das stelle ich mir immer schon die Frage bei jedem Event. Und da werde ich auch hier natürlich mal wieder ganz gut alles durchforsten, wie viel man so bekommen kann am Tag, wenn man eben ganz normal Free-to-Play-mäßig spielt. Genau, und wo es überhaupt überall Punkte gibt, weil ich glaube, da sind auch viele ziemlich versteckt natürlich. Also hier habt ihr es schon gesehen, man bekommt ja natürlich am Tag hier 5 Stück, hier kriegt man nochmal 5 Stück und hier kriegt man auch nochmal 5 Stück. Und das heißt dann hier nochmal mit dem CPU heißt 25 und hier mit 35. Und ganz wichtig, diese Werbung kann man 5-mal schauen, oder? 5-mal diese Werbung schauen, nochmal 15 Punkte obendrauf, das heißt insgesamt 50 allein durch das Hauptkapitel am Tag. 50 am Tag ist schon mal eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Und dann kommen natürlich noch andere Dinge mit dazu. Zum Beispiel der Star Pass, das ist klar. Da gibt es nur leider eben nichts davon, aber eben von den Prime Token, weil da haben mich auch schon viele Leute gefragt, wie kriegt man schnell viele Prime Tokens? Ganz einfach, im Star Pass sind die auch mit drin. Und da kann man die natürlich auch free to play bekommen. Kriegt man halt nur 15, aber immerhin auch welche, wie schon gesagt, eben auch free to play. Dann täglicher Login. Da ist es nämlich auch nochmal ganz cool. Da gibt es nämlich nochmal ordentliche Toti-Token, wie ihr hier seht. 40 Toti-Token kann man hier nämlich bekommen. Prime-Token sind auch mit dabei. Das heißt, an einem Tag mit den 40 Toti-Token, da kann man dann allein schon mit dem Haupt-Event und mit diesen Punkten hier schon allein 90 dadurch bekommen. Ganz, ganz wild auf jeden Fall. Dann darf man natürlich nicht vergessen, die Quests. Die Quests sind auch voll der Toti-Token, Leute. Also, wenn man mal hier so sieht, 10... 5, 20, 20, 35 einfach nur durch diese täglichen bekommt man nochmal oben drauf. Das sind 125 an einem geilen Tag. Muss man einfach mal sich überlegen. Und dann kommen natürlich noch die hier drauf, die Toti-Wochen-Quest mit 20, 30, 40 und dann nochmal 60 insgesamt eben. Das ist schon echt geisteskrank. Wenn man das mal hochrechnet, wenn man da so am Tag da ordentlich spielt, da kann man wirklich richtig viele Toti-Token bekommen, auch mit eben durch die Quest. Und das war es natürlich noch nicht, Leute. Das war es natürlich noch lange nicht. Wir können dann zwischendurch nochmal schauen, wegen den Prime-Icon-Punkten. Die kriegt man eben auch durch Werbung. Kann man auch dreimal schauen, das Ganze. Auch ganz wichtig und richtig natürlich hier für diese Packs hier. Wie schon gesagt, im Star Pass bekommt man die auch, im täglichen Login bekommt man die auch und eben auch im Bonuspfad, Leute. Im Bonuspfad sind die nämlich auch vorhanden. Da gibt es nämlich hier die Prime Token, genau hier gibt es Skill Boosts, hier gibt es ein paar Münzen und hier gibt es dann noch ein paar Prime Tokens. Pro Woche kriegt man da auf jeden Fall immer hier 7 Stück. Genau, so sieht's aus, pro Woche 7 Stück, zack, 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 kann man hier alle immer bekommen. Das heißt natürlich nach
gespielten 8 Wochen, 8 mal 7, kann man sich ganz einfach ausrechnen mit 56 und somit hat man da schon mal 56 zusammen. Dann kommt natürlich noch täglich das hier mit dazu, also die 3 Prime-Token, dann eben dreimal schauen, sind wir bei 9 nochmal oben drauf. Auch sehr, sehr wild natürlich, da kommt noch der Star Pass oben drauf und noch alles mögliche, der tägliche Login, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Also da ist natürlich ganz gut immer nochmal mit was dabei. Okay, dann weiter geht's, denn wir haben nämlich immer noch nicht alles. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, es gibt nämlich auch einen Herausforderungsmodus. Da weiß man tatsächlich noch gar nicht so lange, wie das wirklich funktioniert, wann das irgendwie aktualisiert wird, weil das steht hier leider nicht. Man weiß nur, dass es länger als einen Tag geht und hier kann man eben 56 Punkte bekommen. Ich habe aktuell bis zum Finale gespielt, das muss ich noch machen, das Finale, das werde ich auch noch machen natürlich, ganz klare Sache. Und da kriegt man immer noch auch nochmal 56 Punkte. Leider weiß man nicht genau, ich glaube, vielleicht so alle 3 Tage wird das aktualisiert, mal schauen. Da kriegt man natürlich auch nochmal ordentlich was mit, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Und dann gibt es nämlich auch noch im Shopperino, natürlich ganz, ganz viele Punkte. Aber eher Packs tatsächlich. Tatsächlich ja keine Punkte, sondern eher nur die Packs, aber eben auch das Gratis-Pack. Und da gibt es nochmal 2 Prime-Tokens alle 24 Stunden. Alle 24 Stunden 2 Prime-Token. Das heißt, wenn man sich das Ganze durchrechnet, da kommt man auch nochmal auf gute Punkte. Und da haben wir sie zum Beispiel gerade. Ich habe 19 Stück aktuell im Livestream. Wir haben auf jeden Fall mindestens ein Pack davon natürlich nochmal öffnen können. Ich werde auch mit meinen 5000 Gems, die ich aktuell habe, hier auch mal reingehen in das Pack. Zweimal öffnen. Also auf jeden Fall einmal. Ob es das zweite Mal kommt, mal gucken. Vielleicht noch in einem anderen Video, mal schauen. Aber das kommt auf jeden Fall mindestens einmal, werden wir im Livestream machen. Und genau, das ist so jetzt erstmal der aktuelle Plan. Also, so könnt ihr wirklich sehr, sehr schnell viele Punkte bekommen, wenn ihr einfach wirklich täglich spielt, immer auf die Quests achtet und auch so auf Herausforderungen und so. Und das hätte ich jetzt fast vergessen, aber da müsst ihr wirklich auch mit drauf achten. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass EA nochmal irgendwas damit macht, aber EA hat tatsächlich ein neues Turnier geschaltet. Da kann man nämlich bei Legendär kann man nämlich jetzt bei den Boni 15 Punkte bekommen. 15 Punkte und es ist sogar eine Aufgabe, das auch zu schaffen. Was kann man dazu sagen? Okay, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass EA hier nochmal was damit macht. Kann man mitnehmen. Kann man einfach mitnehmen, wenn man hier durchballert. Nochmal da 15 Punkte mitnehmen, kann man natürlich auch dann insgesamt ziemlich gut damit leben, weil eine Aufgabe hier zum Beispiel bei den Quests ist natürlich auch hier, ich glaube das war hier, genau, gewinne die Meisterschaft im FIFA World Cup Turnier 3-mal, das ist halt schon echt krass, ne, das ist halt schon wirklich krass, aber auf jeden Fall machbar, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall machbar, Leute, da muss man einfach nur ein bisschen gut spielen können und dann läuft das schon irgendwie, genau, was sagt ihr dazu? Zu diesen ganzen Punkten, Zeugs und was auch immer, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also es ist schon möglich, ziemlich viele auch zu bekommen, ziemlich viele Punkte davon. Nur eben halt das bei den Prime-Tokens ist es natürlich, wie schon gestern gesagt, nicht möglich, so eine Prime-Icon abzuholen. Also eine 110er-Plus-Icon da, das ist halt nicht möglich, aber der Rest ist möglich, genau. So sieht's aus. Das heißt, wir sehen uns doch dann, denke ich, einfach mal morgen wieder. Oder eben später noch im Video. Mal schauen. Vielleicht gibt's später noch ein Video. Schaut da auf jeden Fall auch rein. Das heißt, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.